Hallo, liebe Freunde des gepflegten Taktik- und Strategiespielspaßes und willkommen zurück zu World of Tanks, zum Arti-Alltag in dieser Woche. Nachdem wir ja letzte Woche in der von mir gespielten Runde die beste Arti-Karte hatten, die es gibt, nämlich Paris, haben wir heute die zweitbeste Arti-Karte, die es im Spiel gibt, nämlich Berlin. Und wir sitzen heute in der Badget 155, also der Tier 9 Artillerie bei den Franzosen. Das heißt, ein recht niedriger Alpha. Wieso ist denn das Spiel heute so extrem laut? Recht niedriger Alpha, gute Mobilität, drehbarer Turm. Und ich lasse den Kollegen erstmal vorbei. Ich habe ehrlicherweise wenig Ahnung, wo ich jetzt hin soll. Ich probiere mal was anderes, als immer nur irgendwo bei A0, B0, C0 zu stehen. Und ich stelle mich mal hier hin. Mal gucken, wie gut das funktioniert. Wie immer, zweite Runde ist dann ein Replay von euch. Wenn ihr selbst eure Arti-Runden bei mir auf dem Kanal sehen wollt, dann schickt mir gerne eure Replays von euren sehr guten Arti-Runden. Die Infos dazu mit meiner E-Mail-Adresse findet ihr unten in der Videobeschreibung. So, ciao Futur, hallo. Wir gucken erstmal, dass wir auf dich drauf kommen. Ja, auch wenn wir einen voll drehbaren Turm haben, wir sehen es schon, der Turm braucht gefühlt Jahre. Es ist also nicht unbedingt ein Vorteil, einen drehbaren Turm zu haben. Jedenfalls nicht auf dieser Artillerie, weil er nicht so flexibel ist, wie man das vielleicht denken mag. So, lieber Char. Der hat getroffen. Der hat getroffen. So, wir gucken mal, ob wir hier irgendwie rankommen. Ja, ja, ja und nein. SAPTK fährt da oben schon durch. Vielleicht helfen wir dort erstmal. Schade, Volltreffer. Aber wir durchschlagen ihn nicht. Das hätte jetzt notwendig sein müssen, um ihn da rauszunehmen. Wir versuchen da unserem Arti-Kollegen noch entsprechend zu helfen. Ich verschluck mich ja fast an meinem Kaffee. Aber gut, da war ja die Entscheidung, erstmal nicht da hoch sich zu stellen, die richtige. Ob wir nochmal so einen Glücksschuss auf den Char landen können, bin ich mir nicht sicher. Ich guck mal, wie wir... Oh, guck mal, das sieht doch schon mal besser aus. CS-53. Oh, nicht weiter vorfahren. Nicht weiter vorfahren. Oh, Mann. Okay, der Schuss ist im Haus hängen geblieben. Okay, aber zum Glück haben wir eine relativ zügige Nachladezeit. Und können jetzt gleich nochmal auf den 53er schießen. Und treffen ihn wieder nicht. Schade. Das Problem ist aber, dass die Heavy Lane im Grunde schon durch ist und wir jetzt mal unsere Beine hier ein bisschen in die Hand nehmen müssen. Es steht 4 zu 4. Und das Problem ist die Heavy Lane. Und hier hinten haben wir jetzt leider keine Büsche oder dergleichen, hinter denen wir uns verstecken können. Das ist natürlich kritisch. Kommen wir da irgendwo rein? Nee, da kommen wir auch gar nicht hin. Das ist natürlich jetzt richtig kacke. Weil jetzt kommen wir auch von hier aus auf gar niemanden richtig drauf. Ja, doch, auf den Leo PDA. Aber der ist wieder zu. Wie ist es mit dem Waldgeist? Ah, den kommen wir auch. Ja gut, jetzt fragwürdig, ob der irgendwas gesplasht hat. Wir hätten auf dem PDA draufbleiben sollen. Da ist wieder mal meine Ungeduld zutage gekommen. Und jetzt die ISO. Wir liegen 2000 Hitpoints hinten. Da geht der PTA wieder zu. Ich
Ich würde fast behaupten, er steht dort noch. Kommen wir blinden mal da rein. Yes. Er steht da noch. Sehr gut. Okay, können wir eventuell auf irgendwas jetzt, was da steht, schießen? Ja, können wir. Wäre natürlich geil gewesen, wenn wir gleich beide gestunt hätten, aber dafür fehlt uns der Splash-Radius. Aber wir haben den Bison da anscheinend auf Kette gesetzt. So, die ISO ist natürlich... Oh, scheiße, die ISO ist ein Problem. Ja, und jetzt können wir natürlich nicht mehr da reinschießen. Weil die ISO uns im Zweifelsfall spotten kann. Shit. Ja, da kommen wir nicht mehr hin. Hier wären wir hingekommen. Und ich würde sagen, das ist jetzt eine formidable Lost-Runde. Hier auf der zweitbesten Karte auf Berlin. Der zweitbesten Arti-Karte auf Berlin. Ja, jetzt stehen wir hier in der Ecke und warten. Ja, jetzt sind wir auch schon offen. Hallo, na, lieber Chark oder nee, Waldgeist. Ah, 23 können wir hier noch mitgeben. Und dann haben wir eine. Ja, und natürlich. Du brauchst für eine Artillerie APCR, liebe ISO. Das ist absolut klar. Das kann ich verstehen. Und damit ist diese Runde fast so formidabel wie die wunderbare Runde, die wir letzte Woche auf Paris gefahren sind. Ja. Wir haben. Also gut, wir haben noch, glaube ich, zwei Schuss blind getroffen. Einmal auf den Char am Anfang. Und dann auch noch auf den PTA. Gut. Ich sag ja, also zweitbeste Artillerie-Map. Ich kann sie euch nur empfehlen. Also wenn ihr Artillerie viel fahrt, dann packt am besten Prohorovka und Malinowka auf die Ausschlussliste. Damit ihr ganz oft auf Paris und auf Berlin kommt. Denn die Maps kann man in der Artillerie nur wärmstens empfehlen. Da macht man immer sehr, sehr gute Runden, wie ihr hier gesehen habt. So, übrigens steht die Auslobung von, ich weiß gar nicht, wie viel Gold ich da ausgelobt habe. Auf jeden Fall hatte ich mal im Livestream Gold ausgelobt für eine Artillerie-Panzerass-Runde im Zufallsgefecht auf chinesische Mauer auf einer Tier 10 Arti. Wer das schafft, der bekommt auf jeden Fall was von mir. So, wir machen 1000 Damage, das heißt, der Char kriegt von uns 333 eingeschenkt und der PDA 281. Damit sind wir wieder, wie wir es gewohnt sind, im unteren Drittel der Runde hier. Wir machen noch 266 durch Stun, 240 durch Kettenziehen. Kriegen dankbare 276 XP und dürfen dafür auch noch 25.600 Credits bezahlen. Das war die erste Runde in der Badget Arti. Wie gesagt, wir schießen schnell, wir sind mobil, wir haben einen drehbaren Turm, der aber... Also, ja, er ist drehbar, aber er dreht so langsam, dass man eigentlich trotzdem immer die Wanne mitdrehen muss und dadurch halt auch das Gunhandling verliert. Und wir gucken mal in die zweite Runde, was uns da heute präsentiert wird. So, und da sind wir auch in der zweiten Runde. Wir sehen Mayo in seiner Badget 155, 55? Ah, jetzt geht's los. Wir sehen zwei Gunmarks, wir sehen auch schon einiges an Panzeressern auf dem Kollegen drauf und eine sehr, sehr farbenfrohe Tarnung. Wir sind hier auf Pilzen in einem Top-Tier-Gefecht gegen Achter. Ich bin sehr gespannt, was er uns jetzt zeigen wird. Pilzen gehört ja auch mit zu den besten Artillerie-Maps. Sagen wir mal streckenweise, weil man ja auch nicht überall gut hinkommt, aber ich verstehe mich nicht falsch, dass man mit der Artillerie nicht überall hinwirken soll, ist absolut klar. Oder nicht überall hinwirken können soll, das kann ich schon verstehen, aber letzte Woche mit Paris in meiner von mir gespielten Runde und diese Woche hier mit Berlin waren auch wirklich zwei sehr, sehr bescheidene und extrem schreckliche Runden, muss man wirklich sagen. Okay, er dreht hier schon mal den Turm. Bin gespannt, ist das Absicht? Ich vermute mal, dass es Absicht ist, weil wir haben sie auch... Ah, nee, doch nicht. Replay-Bug, alles klar. Er fährt hier komplett in die Ecke rein.
Jetzt bin ich gespannt, wo er jetzt hinwirken möchte. Partner ist eine FV3805. Und er versucht hier... Ach, guck mal. Oh! Oh, ja, komm! Ja! Gib's! Wow. Ja, immerhin gestunt, ne? Aber das sind echt Schüsse, wo du dir denkst... Hey, Spiel. Sei doch froh, dass ich dich spiele. Dann gib mir doch wenigstens einen netten Treffer. Was soll das denn? Keinen Damage! Weil die Kanone einfach maximal den Mittelfinger zeigt. Eieieiei. So, ich bin gespannt. Ah ja, okay. Jetzt schaltet er um. Ich wollte gerade sagen, ich bin gespannt, ob wir noch den alternativen Modus sehen werden, weil das ist natürlich hier in den Positionen schon durchaus relevant. Er hofft, dass dort der IS-3-2 auftaucht. Insgesamt die Positionierung hier seines Teams interessant. Der IS-3 ist schon raus. Da ist ein 705. Das sieht rein von der... Heavy... Oh, jetzt nochmal. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Naja, gut. Immerhin. Also, ich will jetzt nicht so sehr hier rumkritisieren. Er hat getroffen. 309 Damage, aber das... Wir sind uns, glaube ich, einig. Wenn du einen Waffenträger in so einer Position hast, dann willst du den natürlich durchschlagen. Dann willst du dem eine reinbatzen, weil so eine freche Positionierung von ihm, die muss fast schon bestraft werden. Tschüss, Garage. Ja, der Blindschuss, der hat dann getroffen. Gut, ich nehme also das Geflände zurück. Am Ende belohnt das Spiel dann doch. Man muss nur hartnäckig sein. Da ist der IS-3. Und hier sieht man jetzt schon, es wird schwierig, hier Stellen zu finden. Oh. Stellen zu finden, wo man treffen kann. Kommt da ein Blindschuss? Da kommt tatsächlich ein Blindschuss von der Gegnerarty. Nochmal 548 an Stun-Support auf den IS-3-2. Der ist damit jetzt auch schon fast... Naja, der ist ein One-Shot. Für ihn jetzt vielleicht nicht. Jetzt bin ich gespannt. Geht er raus? Er geht raus. Da macht er die 249. Damit Kill Nummer 2. Wir sind bei 992. Dann... Stun Support. Stun Support. Schwieriges Wort. Oh her. In der Anzeige stehen jetzt bloß 558 Schadenspunkte. Aber wir wissen ja, da war noch was dabei. Da war noch was dabei. Okay, jetzt versucht er hier selbst den... Okay. Doch nicht. Selbst den, den Counter zu machen. So SHPTK. Zwei Stück. Die da so wunderbar. Und hier, jetzt bin ich... Lass doch mal drauf, die Kamera. Du kannst doch auch dich bewegen, wenn die, wenn du... Es wäre so schön so gewesen, den da zu sehen. Weil die Granate kommt hier schon sehr von oben. Ne? Ihr seht, das Fadenkreuz ist fast kreisrund. Das ist immer ein gutes Zeichen dafür, dass die Granate schon sehr gut von oben einschlägt. Und das erhöht natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man vielleicht so einen Kollegen durchschlägt. Na? Na, die hat irgendwo nichts getroffen. Schade. So, jetzt nochmal. Na ja, gut, jetzt ist es fast schon langweilig. Oh, hallo? Hallo? Oder den KPZ? Den kann man auch durchschlagen. Ja, bleib stehen. Ja! Ja, genau, 653 in den KPZ. Ich sag's ja, den kann man auch durchschlagen. Wenn der Granate von oben kommt, der hat nicht viel. Der hat da nicht viel. Jetzt gibt's auch mal Support. Von der eigenen Art hier. Der Pantera, Snack. Oh, was, der verschießt? Okay, er geht raus. Das Hauptproblem, ihr seht's aber schon auf der Minimap, ist jetzt hier nicht unbedingt Schaden zu machen oder Support-Damage einzufahren. Denn er hat aber schon einen richtig guten Wert hier. 2233, sondern ihr seht es, die Gegner sind durch die Heavy Lane durch und das ist natürlich jetzt hier schon ein bisschen problematisch, möchte ich meinen. Okay, der T32 ist zurückgefahren, der AMBT ist auch zurückgefahren, die wollen also lieber ihren... Okay, ich hätte jetzt erstmal den T32...
Ja, also was wir hier, glaube ich, so sehen, was ich jetzt schon sagen kann, so Snapshots haben wir jetzt schon ein paar hier gesehen. Das ist nicht so der Freund der Artillerie. Das kann man schon mal machen. Aber insgesamt, na, das ist nicht unbedingt meine Empfehlung. Ich wäre jetzt persönlich auf dem T-32 draufgeblieben. Und hätte nicht nochmal auf den WZ gewechselt. Weil, warum? Der T-32 stand da eigentlich gut treffbar. Er steht immer noch gut treffbar. Es gibt nochmal Support hier, ey. Ich würde auch mal die Runden haben, wo man einen Support-Schuss nach dem anderen kriegt, ey. So, nachladen, nachladen, nachladen. Schade. Wir sind bei 3000 Support, 1700 Schadenspunkte. Der Schaden ist okay. Ja, es ist eine 9er Artillerie und man will natürlich gefühlt, ist man immer in diesem Schadensfokus drin und man will natürlich mehr Schaden machen. Aber ich bin immer noch der Auffassung, dass die Artillerie nicht dafür konzipiert ist aktuell im Spiel, sondern das ist eine Supporterrolle im Sinne davon, den Gegner in den Stun zu setzen. Und ähnlich dann wie bei den Scouts hoffen, bei den Scouts halt, wenn man was aufmacht, bei der Artillerie, wenn man was stunt, dass man dann vom eigenen Team Stun-Support kriegt. Oh, da ist ja noch ein KPZ. Ja, Kill Nummer 3. Kann man natürlich mitnehmen, warum nicht? Habe ich jetzt gar nicht gesehen, dass da noch ein KPZ unterwegs war. Die waren aber nicht im Platoon. Nee, wahnsinnig. So. Die Artillerie noch. Das ist jetzt immer so ein Ding, ne? Wenn die Arti aufgeht dann kann, und man ist eingezielt als gegnerische Arti, kann man zwar drauf schießen, aber bei 2,7 Sekunden Flugzeit der Granaten bis zum Ziel hat dann meistens irgendein anderes Teammate schon drauf geschossen oder im Zweifelsfall die Artillerie schon rausgenommen. So, er spekuliert jetzt drauf, dass die hier steht. Schuss. Kannst jetzt nur hoffen. Ja. Man kriegt dann mit Glück den Kill. Aber ganz oft, ihr kennt das auch, kriegt man einfach gar keinen Schaden mehr, weil einfach das Ziel vorher rausgeht. Und das ist nicht nur bei den Artillerien, die zum Schluss noch übrig sind, das kann auch bei anderen Panzern passieren. Die Auswertung zeigt, Mario bekommt hier ein Panzerass in seiner Badget 155-55, 2472 Schadenspunkte insgesamt, 4 Kills, 1070 Base, damit ist er auch hier der beste aus seinem Team. Ich will mal kurz gucken, den Waffenträger 902 insgesamt, also fast die gesamten, nein, nicht die gesamten, aber schon sehr, sehr viele Hitpoints von ihm da weggenommen. 3300 Support, ich sag ja, davon lebt die Art hier eigentlich. Hier gibt es noch 65.000 für den, sind das die Tagesboni oder so, die es gibt? Jedenfalls sind es insgesamt 102.000 Credits plus. Wenn man die 65 abziehen, wäre es immer noch ein dicker, fetter Plus-Batzen, der hier aus der Runde rauskommt. Kein Tagessieg, aber noch ein Bonus durch eine Mission. Insgesamt 4815 Erfahrungspunkte. Also insgesamt, ich habe es ja schon gesagt, der drehbare Turm ist zwar nett, aber er ist nicht so von Vorteil, wie man es vielleicht denkt, dass er das ist. Und von daher lebt die Artillerie eher von ihrer Mobilität und von ihrer relativ schnellen Feuerrate, um den Gegner öfter in den Stun zu setzen, um dann auch öfter die Wahrscheinlichkeit zu haben, dass man Stun-Damage bekommt. Im Gegensatz zu anderen Artis, die halt den Ansatz verfolgen, eher lange Nachladezeiten und dafür dicke Kellen zu haben, ist der Ansatz hier der Franzosen, gerade im High-Tier-Bereich, ein anderer. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ihm gerne einen Daumen nach oben da. Mein Danke geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer. Namentlich genannt Gmornfen, Kulle, Gorwin, Kyrtano, Carbine, Baron, Heimdall, Klumpen und Rohrblitz. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer O'Hare.